Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ich gebe der Kollegin Bertram völlig recht. Die Welt neu denken, der 100. Jahrestag der Gründung des Bauhauses im Jahr 2019, ist ein guter Einstieg in unsere kulturpolitischen Diskussionen in diesem Jahr. Aber, verehrte Kolleginnen und Kollegen von den Koalitionsfraktionen, die Welt neu denken, können Sie mir einen vernünftigen Grund dafür nennen, warum Sie in dieses Denken nicht vorab auch die Oppositionsfraktionen mit einbezogen haben? So wie Sie hier vorgehen, reklamieren Sie das Bauhaus quasi für sich selbst als eine kulturelle Angelegenheit mit Ursprung in den wenigen Jahren der Weimarer Demokratie. Ich sage Ihnen, für uns war Bauhaus in seiner politischen Wirkung vor allem ein Ausdruck und eine Reaktion auf die schroffen sozialen Gegensätze. Und deswegen ist sein kulturelles Erbe eines, das niemand für sich allein beanspruchen darf. Und deswegen sagen wir auch, ist sein 100-jähriges Jubiläum, das Sie im Koalitionsvertrag zu Recht als ein Jubiläum von weltweiter Strahlkraft bezeichnen, eine Angelegenheit des ganzen Landes, des ganzen Volkes und demzufolge selbstverständlich natürlich auch aller im Bundestag vertretenen politischen Kräfte. Welche Punkte sollten wir vielleicht noch mal gemeinsam diskutieren? Denn grundsätzlich haben Sie unsere Unterstützung in der Sache Bauhausjubiläum auf jeden Fall. Ich habe den Antrag mal einem meiner Nachbarn zu lesen gegeben. Und der hat sich das angeguckt und hat mich danach gefragt, warum redet ihr im Bundestag über Baumärkte? Ich sage, wie kommen Sie denn darauf? Na, hier steht doch Exportartikel. Und genau, wir sollten das Bauhaus nicht auf einen kulturellen Exportartikel reduzieren. Die Kollegin Bertram hat völlig richtig Walter Gropius hier als Beispiel genannt. Für Gropius war Bauen und vor allen Dingen das Wohnungsbauen eine zutiefst soziale Aufgabe. Und es ging ihm um bessere Lebensverhältnisse für alle. Und deswegen denke ich, müssen diese Ideen, und wir haben ja ein Beispiel mit der Siemensstadt hier vor der Haustür, eigentlich einen viel größeren Stellenwert in unserer Würdigung des Bauhausjubiläums einnehmen. Und wenn wir die Ideen und Inhalte des Bauhauses für unsere heutige Gesellschaft stärker in den Vordergrund rücken wollen, dann müssen wir auch die unterschiedlichen Ideen und Strömungen stärker herausarbeiten und öffentlich würdigen, für die seine Leiter und für die die Akteure stehen. Und dann werden Sie auch nicht umhinkommen, neben Walter Gropius und neben Ludwig Mies van der Rohe auch den dritten Bauhausdirektor oder besser gesagt den zweiten stärker zu berücksichtigen und zu würdigen, Hannes Meyer. Seine Ideen und Bauwerke wurden viel zu lange totgeschwiegen und sind nahezu vergessen. Und möglicherweise hat dies damit zu tun, dass der überzeugte Sozialist Meyer für das Bauhaus die Losung ausgegeben hatte, Volksbedarf statt Luxusbedarf. Oder dass er erschwingliche Bauhausprodukte für alle wollte, im Gegensatz zu den teuren iPhones von heute. Oder dass er darüber hinaus einen wissenschaftlich fundierten Unterricht und das Kooperationsprinzip propagierte, die Idee der kollektiven und kooperativen Gestaltung. Das ist natürlich in einer Zeit, in der Individualismus zum heiligen Gral gesellschaftlichen Zusammenlebens erklärt wird, nicht beliebt. Und folglich muss unserer Meinung nach sowohl in dem vorliegenden Antrag als auch in dem Drehbuch für das 100-jährige Bauhausjubiläum die Person Hannes Meyers als auch und insbesondere der von ihm entworfene Bau der ehemaligen Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes in Bernau, meinem Betreuungswahlkreis, eine viel größere Bedeutung beigemessen werden. Bisher kommt das nur am Rande vor. Viertens, denke ich, brauchen wir konkrete und abrechenbare Zeit- und Maßnahmeschienen für die Bauvorhaben in Berlin und Dessau. Die späte Bewilligung der Bundesgelder birgt nach unserer Auffassung die Gefahr in sich, dass die Häuser nicht rechtzeitig bis 2019 fertiggestellt werden könnten. Meine Damen und Herren, die Welt neu denken ist ein wunderbarer Anspruch, sowohl zum 100-jährigen Bauhausjubiläum als auch in unserer heutigen Zeit. Und deswegen kann ich nur an Sie appellieren, lassen Sie uns das gemeinsam umsetzen und gemeinsam einen Antrag vielleicht auf den Weg bringen, der tatsächlich dann ein Antrag aller Fraktionen ist. Der Kollege Kühn hat das in der Ausschussberatung mit den Vertretern des Bauhausverbundes ja deutlich vorgeschlagen. Und ich finde, die Idee ist unbedingt zu unterstützen. Vielen Dank.
Nächsten Redner erteile ich das Wort dem Abgeordneten Sieg.